Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier bei Streambeam for Global Change Support bei Custer TV. Wir sind hier vor der Arosa Allee 91, Zwangsräumungen verhindern. Ja, hier herrscht reges Treiben. Sperren werden aufgestellt, den Gerichtsvollziehern wohl wieder freien Zugang zu gewähren. Die Leute stehen hier an den Ecken, werden nicht bis zur Tür vorgelassen. Ja, ich schwenke da mal so ein bisschen für euch rum, damit ihr mal so einen kleinen Eindruck bekommt von den Arbeiten, die hier im Gange sind für die Zwangsräumung. Ich habe gerade mal kurz versucht durchzuzählen. Es sind so an die 15 bis 20 Polizeifahrzeuge, sogenannte Wannen hier vor Ort. Ja, die Leute werden eigentlich nicht durchgelassen. Ja, hier ist ganz schön was los. Vorhin standen diese Absperrgitter hier noch auf dem Mittelstreifen. Ich schwenke jetzt einfach mal rum und zeige euch mal ein bisschen, was hier für ein Aufwand betrieben wird. Ja, also das Gebiet wird weiträumig abgesperrt vor der Hausnummer 91. Es kommen auch immer mehr Leute jetzt hier hinzu. Stehen da drüben etwa so 75 bis 100 Meter von mir entfernt. Werden auch nicht durchgelassen. Hier vorne läuft nur die Presse hin. Wie gesagt, die wird jetzt hier verrammelt. Die Bushaltestelle, wenn man hier vorne mal hinschaut, ist so gut wie zu. Also da kann man wohl nicht ein- oder aussteigen. Ich weiß nicht, wie das geregelt wird. Also wer heute mit der BVG unterwegs ist, das ist ja die Grünwindeweg, die Bushaltestelle Ecke-Arosa Allee. Die wird wohl jetzt im Moment nicht mehr angefahren. Sieht zumindest so aus, hier mit den Absperrgittern. Ja, stehen noch ein paar Leute, überwiegend von der Presse hier auf dem Mittelstreifen. Es wird diskutiert. Gerade sagt ein Polizeivertreter, ja, die sei verwahrlost oder sie sei würde bestialisch aussehen. Ja, und selber schuld die Leute und das sei ja messy und gut, okay. Diese Problematik ist bekannt und ich weiß nicht, ob jetzt das adäquate Mittel ist. Jedenfalls wird hier ein Riesenaufwand wohl betrieben, muss zu räumen. Ja, man sieht also, es ist fast schon mehr Polizei hier vor Ort als Leute, die gegen diese Zwangsräumung protestieren. Jedenfalls tritt die Polizei hier nicht so massiv auf wie letztes Mal. Also das heißt, die Plastikverkleidung bleibt erstmal noch wohl im Schränkchen.